und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse und akustikgitarrelernen.de. Heute wollen wir uns den Wechsel zwischen D-Moll und C-Dur anschauen. Ja? Dazu greifen wir wieder auf unsere altbewährte Übung. Wir schlagen den C-Dur-Akkord viermal an. 3, 4 und wechseln dann zu D-Moll. Ja? Bisschen gucken eben, dass die Finger gleichzeitig drauf gehen und dass sie sauber sitzen. Das ist bei dem D-Moll nicht so ganz einfach. Und einfach versuchen. Ne? Also, zusammen. 2, 3, 4 und. 2, 3, 4 und. 2, 3, 4 und. Gleichzeitig aufzusetzen. So, dann wechseln wir die beiden Akkorde nach zwei Schlägen. 2, 3, 4 und. Und jetzt schlagen wir nur einmal an. 2, 3, 4 und. Ja, wenn das jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig so funktioniert, dann einfach nochmal ein bisschen zurückspulen sozusagen und einfach diese ganzen Übungen nochmal mitmachen, 2, 3 Tage hintereinander machen und dann funktioniert das. Da bin ich mir sicher. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir den Daumen hoch, das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Da wird sich in der nächsten Zeit noch einiges tun. Im nächsten Video werden wir uns dann einen Song eben mit diesen beiden Akkorden anschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Viel Spaß mit der Ukulele, einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss!